Control Pro 250R und 350R von Wagner. Airless-Spritzgeräte der neuen Generation mit High-Efficiency-Airless-Technologie. High-Efficiency-Airless steht für eine innovative Düsentechnologie, kombiniert mit einer hocheffizienten, aber druckreduzierten Pumpe. Ob Wandfarbe, Wasser- oder lösemittelhaltige Lacke und Lasuren oder Holzschutzmittel. Die Control Pro Geräte verarbeiten fast alle Materialien auf allen Oberflächen. Der reduzierte Spritzdruck ermöglicht einen einfachen und sauberen Farbauftrag mit bis zu 55% weniger Sprühnebel. Durch den reduzierten Druck ist die Abzugskraft und der Rückstoß der Airless-Pistole sehr gering, wodurch ein besonders ermüdungsfreies Arbeiten mit maximaler Kontrolle beim Farbauftrag ermöglicht wird. Die innovative High-Efficiency Airless-Düse erzeugt einen weich auslaufenden Sprühstrahl, der zu einem streifenfreien Ergebnis und einer perfekten Deckkraft führt. Zudem werden die Maschinen und ihre Komponenten weniger stark beansprucht, was zu einem geringeren Verschleiß und zu einer erhöhten Lebensdauer führt. Sie sparen auch jede Menge Zeit und auch Mühe. Mit Airless-Spritzgeräten sind Sie durchschnittlich 10-mal schneller gegenüber dem Farbauftrag mit Pinsel oder Walze. Mühevolles Vorstreichen von Ecken und Kanten, lästiges Bücken, Abstreifen und Kleckern. Mit den Control Pro Geräten von Wagner ist dies passé. Farbe wird komfortabel und ohne Arbeitsunterbrechung mit der Direktansaugung aufgetragen. Größere Projekte und Decken können dank der langen und flexiblen Spritschläuche und dem großen Aktionsradius leicht beschichtet werden. Die Anwendung der Control Pro Geräte fällt sowohl Geübten als auch Erstanwendern besonders leicht. Somit können ambitionierte Heimwerker, Servicedienste oder Handwerker ein effektives und professionelles Farbergebnis erreichen. Die Wagner Control Pro Airless Farbspritzgeräte sind universell einsetzbar, wann immer Beschichtungsaufgaben im Innen- und Außenbereich regelmäßig und auch in größerem Umfang anfallen. Control Pro steht für einen professionellen Farbauftrag. Schnell, perfekt und sauber. Starten Sie einfach, indem Sie alle Objekte, die Sie nicht besprühen wollen, entfernen, abdecken oder abkleben. Ist dies erledigt, verdünnen Sie die Farbe, wenn nötig, und rühren Sie gut auf. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise des Materialherstellers. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen. Zur Inbetriebnahme benötigen Sie lediglich 2 Schraubenschlüssel. Im Lieferumfang der Control Pro Geräte sind 2 Düsen für die Verwendung unterschiedlicher Materialien. Wählen Sie die entsprechende Düse für Ihre Anwendung. Setzen Sie den Tragegriff ein. Drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet. Befestigen Sie noch beide Klappen des Ablagefachs. Verbinden Sie anschließend den Spritschlauch mit dem Schlauchanschluss am Gerät und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel fest. Führen Sie das andere Ende des Spritschlauchs durch die Fixierung und verbinden Sie ihn mit der Pistole. Auch hier wieder gut mit dem Schraubenschlüssel anziehen. Falls nicht schon vormontiert, befestigen Sie nun den Ansaugschlauch am Materialeingang des Geräts und schieben Sie die Rücklaufleitung über den Rücklaufstutzen. Sichern Sie beide Schläuche jeweils mit der Klammer. Nun stellen Sie das Ende des Ansaugschlauches direkt in den Farbeimer. Drücken Sie den roten Einlassventildrücker, um sicherzustellen, dass das Einlassventil frei ist. Entfernen Sie den Düsenhalter mit Düse und stellen Sie sicher, dass sich der Wahlschalter in Position Prime befindet. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Druckregler langsam auf 2 stellen. Sobald Farbe aus dem Rücklaufschlauch kommt, halten Sie die Spritzpistole an den Rand des Farbbehälters und ziehen den Abzug. Drehen Sie den Wahlschalter in die Position Spray, bis das Material gleichmäßig austritt. Verriegeln Sie nun die Pistole und setzen Sie den Düsenhalter und die entsprechende Düse mit der Spitze nach vorne auf die Spritzpistole und fixieren diese. Nun ist das Gerät spritzbereit.
Es empfiehlt sich zuerst eine kleine Spritzprobe zur Übung, zum Beispiel auf einem Karton. Die variable Druckregulierung lässt sich je nach Anwendung manuell einstellen. Wählen Sie den maximalen Druck für die Verarbeitung von dickflüssigeren Materialien, wie zum Beispiel Wandfarbe. Reduzieren Sie den Druck, wenn Sie dünnflüssigere Materialien, wie zum Beispiel Lacke oder Lasuren, spritzen. Noch ein wichtiger Hinweis, bevor Sie mit dem Farbauftrag beginnen. Bei Arbeitsunterbrechungen immer die Pistole sichern und Gerät drucklos machen, indem Schalter auf Prime gestellt wird. Außerdem erhalten Sie ein Filterkit für schwer verarbeitbare Materialien. Setzen Sie hierzu den richtigen Filter in das Filtergehäuse ein. Für dünnflüssige Materialien wie Lacke und Lasuren verwenden Sie bitte die Düse 311 und den roten Filter. Und für dickflüssige Materialien wie Wandfarbe setzen Sie die Düse 517 und den weißen Filter ein. Das Filtergehäuse kann einfach zwischen Spritzschlauch und Spritzpistole montiert werden. Die abschließende Reinigung der Control Pro ist auch schnell gemacht. Stellen Sie den Druckschalter auf 0 und den Wahlschalter auf Prime, um eine Druckentlastung durchzuführen. Entfernen Sie die Düse und den Düsenhalter von der Spritzpistole und geben Sie diese Teile in ein Behältnis mit Reinigungsflüssigkeit. Nehmen Sie den Ansaugschlauch aus dem Eimer und führen diesen in ein Behälter mit Wasser oder einem anderen Reinigungsmittel ein. Drehen Sie den Schalter von der Position Prime auf Spray und stellen Sie den Druck auf Maximal. Entsichern Sie die Pistole. Spritzen Sie die nicht mehr benötigte Farbe zurück in den Farbeimer. So wird kein Material verschwendet. Sobald Reinigungsflüssigkeit austritt, Abzugsbügel loslassen und Wahlschalter zurück auf Prime stellen. Halten Sie die Spritzpistole an den Rand des Reinigungseimers und ziehen den Abzugsbügel, bis nur noch klare Flüssigkeit austritt. Durch die Zirkulation reinigt sich das Gerät von selbst. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Druckschalter auf 0 drehen und ziehen Sie den Netzstecker. Für spezielle Anwendungen oder Materialien ist weiteres Zubehör wie Düsen, Filter und eine Düsenverlängerung erhältlich. Mit der Düsenverlängerung lassen sich Wände und Decken ganz komfortabel spritzen. Und das ganz ohne Leiter. Und hier zeigen wir Ihnen weitere Tipps und Tricks für Anwendungen mit den Control Pro Geräten. Achten Sie bei Farben auf Zimmertemperatur. Angewärmt lassen diese sich einfacher auftragen. Gegebenenfalls können Sie die Farbe mit warmem Wasser verdünnen. Zu Ihrem eigenen Schutz empfiehlt sich das Tragen von Schutzbekleidung, vor allem bei Arbeiten mit Lacken und Lasuren. Aktivieren Sie die Pistole erst, nachdem Sie die Bewegung begonnen haben, und lassen Sie den Abzugsbügel los, bevor Sie die Bewegung beenden. Voraussetzungen für eine einheitliche Beschichtung sind ein konstanter Abstand und gleichmäßige Bewegungen sowie ein Überlappen der Bahnen von ca. einem Drittel. Sie möchten eine Pause machen? Dann geben Sie die Ansaugung in einen Plastikbeutel und verschließen Sie diesen luftdicht. Und die Farbe einfach mit dem Deckel schließen. Selbst bei schwierigen Materialien oder stark saugenden Oberflächen erzielen Sie problemlos ein gleichmäßiges Ergebnis. Einfach im sogenannten Kreuzgang arbeiten. Erst von oben nach unten, dann nochmal von links nach rechts. Bei einer verstopften Düse benötigen Sie dank der praktischen Wendedüse kein Werkzeug. Drehen Sie einfach die Düse um 180 Grad, spritzen den Düsenstopfer heraus, drehen die Düse wieder zurück und schon kann es weitergehen. Mehr Infos zu den Control Pro High Efficiency Airless Farbspritzsystemen finden Sie unter www.wagner-group.com.